Ja, heute möchten wir uns dann endlich Megaflunkiefer anschauen. Und wie gesagt, was da passiert ist, das hat Flunkiefer dann bis ins Übertier teilweise gebracht. Es ist jetzt, soweit ich weiß, nicht so, dass es wirklich im Übertier ist, was daran liegt, dass, wenn es eben die Mega-Entwicklung nicht hat, es noch so im Overused-Tier ist. Aber wie gesagt, er ist schon wirklich richtig gut mittlerweile. Und das, obwohl er nicht wirklich Init braucht. Das ist eigentlich das Erstaunliche an der ganzen Sache. Ja, wie spielt man ihn denn jetzt? Also man sieht auf jeden Fall, die Statuswerte haben einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Beide Verteidigungswerte sind gut. Also physische Verteidigung sogar sehr gut. Spezialverteidigung ziemlich gut. Und der Angriff ist schon ziemlich hoch. Zum Beispiel höher als der von Mega Meditalis, was eine Fähigkeit hat, die anders heißt, aber im Prinzip das Gleiche macht. Nicht nur im Prinzip, sie macht das Gleiche, den Angriffswert verdoppeln. Und dann wird das nochmal verdoppelt. Das heißt, solange keine Überbrückung da ist, ja, nochmal das Doppelte an physischem Angriff. Holy crap. In Verbund mit einem harten Wesen, es ist nicht, die Init ist gar nicht mal so wichtig, weil er jetzt eben die Verteidigungswerte hat, um das auch etwas, ja, um auch etwas zurückstecken zu können, bis er angreift. Es ist ganz gut, ihm deswegen 252 EVs auf KP zu geben, damit er eben, wie gesagt, so zurückstecken kann. 252 auf Angriff und 4 auf Spezialverteidigung. Die Spezialverteidigung ist ja ein bisschen schwächer, wie ihr seht, deswegen dessen ein bisschen mehr unterstützen. Und wie gesagt, dadurch, dass er jetzt eben auch defensiv viel, viel besser eingestellt ist in der Mega-Entwicklung, kann er endlich die Ruhegewalt auch richtig nutzen. Es war eben wichtig, dass er entweder schnell wird oder defensiv gut dasteht, und er hat Letzteres getan und das hilft ihm fantastisch. Knuddler ist schon mal richtig mächtig bei ihm. Aufgrund seiner Fähigkeit 90 Stärke, physisch, also das ist verdammt krass, und hat auch noch die Chance, falls er jeder überlebt, seinen Angriffswert zu senken. Also das ist echt böse. Zudem natürlich Tiefschlag, Erstschlaggarantie, falls der Gegner einen Angriff in der Runde plant, und Eisenschädel. Dann hat man schon mal, wie gesagt, eine Attacke, die so was wie eine Priorität hat. Zwei starke Stab-Attacken, Eisenschädel wurde ja verstärkt, und Knuddler. Und das ist einfach nur nice. Flunkiefer ist definitiv eines der Pokémon, die Mega-Entwicklung wirklich nötig hatten. Genau wie die Starter, die ich gezeigt habe. Das war wirklich cool, dass er sie bekommen hat. Ich rede jetzt nicht über Pokémon, die sie eigentlich nicht gebraucht hätten, wie Despotar oder Knackrack oder Metacross oder Brutalander oder wie diese ganzen Pseudo-Legendären heißen, die sie bekommen haben. Das finde ich nämlich immer noch unnötig. Aber der verwendet es verdammt gut, und damit ist er einfach richtig mächtig, und ich würde nicht mal mehr sagen, dass er unbedingt Schwertanz braucht, weil er einfach so schon ein absolutes Monster ist. Was sich vielleicht ganz gut anbieten würde, ist Schutzschild, falls man in einem Doppelkampf kämpft, bietet sich das für Flunkiefer an, klar. Ansonsten würde ich vielleicht immer noch bei Schwertanz bleiben oder Delegator. Dadurch, dass man ihm jetzt ganz gut auch auf KP geben kann, durch die EV-Verteilung, kann man ihn, wie gesagt, auch mit Delegator einigermaßen gut spielen. Oder wenn man ganz krass sein will, Eisenabwehr. Aber ich glaube nicht, dass man das unbedingt braucht, dass man ihn dann weiter aufpowert auf der physischen Seite. Insofern, oder Steigerungstyp ist auch ganz interessant. Ja, seinen Angriffswert nochmal zu steigern. Aber ich glaube, das reicht schon aus, was er hat. Und wenn, dann würde ich eher noch Schwertanz verwenden. Ich bin sowieso im Überlegen, was ich ihm als vierten Move gebe, aber ich werde ihn definitiv auch so spielen. Mit genau dieser EV-Verteilung und eben im Knuddler, Tiefschlag, Eisenschädel und wie gesagt, dann vielleicht noch Schutzschild oder Schwertanz. Das muss ich mir noch überlegen, aber definitiv ist er jetzt ein echt episches Pokémon geworden. Leider muss ich natürlich etwas warten, bis ich ihm den Megastein geben kann.
bis nach den Top 4 und da wollte ich einfach fragen, mal in die Runde, ob ihr es denn, oder ob ihr es in Ordnung finden würdet oder es begrüßen würdet, wenn ich mir diesen Megastein schon vorher von Pokémon Y hole, einfach damit ich Flunkiefer auch mal in Action zeigen kann in seiner Mega-Entwicklung. Ansonsten bin ich halt mit dem normalen Flunkiefer gefangen, was dadurch den Feentyp etwas aufgebessert wurde, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder ob ich das einfach legal halten soll und das erst nach den Top 4 verwenden soll. Schreibt mir, wie ihr es mögt. Ich bin mit allem einverstanden. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, und begrüße mein neues Teammitglied. Ich habe einen Ersatz-Dommy ins Team genommen, nämlich das kleine, süße, coole Flunkiefer, was wir ja auch vor kurzem bewertet haben. Ich habe mir, wie ihr seht, ein Ei geholt und es mir rübergetauscht, denn es ist verdammt schwierig, das in der Höhle zu finden und ich wollte das mit einem harten Wesen. Von daher war ich ganz glücklich. Ihr seht, es hat die originale ID, das heißt, ich bekomme da auch keine extra Punkte drauf, so wie bei Glumanda. Also das passt alles. Gut. Und ich habe auch schon etwas an EV-Training gemacht. Und weil ich jetzt in eine weitere Disziplin komme, wollte ich euch jetzt einfach mal einen sogenannten Doppelungssack zeigen. Wenn ich diesen Doppelungssack eintreffe oder benutze, werde ich in der nächsten Runde doppelt so viele EVs bekommen. Das bedeutet, ich bekomme jetzt 8. Wenn ich dann in der letzten Stufe bin, würde ich 12 extra bekommen, was doch sehr cool ist. Ihr seht, Angriff, Verteidigung und Spezialverteidigung haben wir schon geschafft. Da ich aber Flunkiefer 252 EVs auf KP geben möchte, werde ich euch jetzt das KP-Training mit Weilmer zeigen. Und nach und nach werden wir dann natürlich alles hier beim Supertraining abschließen. Hier ein Auszug aus der Trainingsfibel. Kapitel, ziele auf die Volltreffer-Tore. Die weißen Tore verschwinden, nachdem du sie getroffen hast, was zur Folge hat, dass du ein neues Ziel anvisieren musst. Rote Tore, auch Volltreffer-Tore genannt, können dagegen beliebig oft getroffen werden und verschwinden nach einer Weile von selbst. Jetzt viel Erfolg, auf ins Supertraining! Das Coole ist, dass Flunkiefer echt starke Bälle mittlerweile hat, weil ich eben schon natürlich den Angriff erhöht habe. Und das ist auch gut, denn natürlich, da Weilmer auf KP geht, hat es auch dementsprechend ja, viele KP hier im Supertraining. Und wie gesagt, jetzt bekomme ich 8 Nox-Stufe, würde ich da 24 kriegen. Da lohnt es sich dann wirklich, das einzusetzen. Das war jetzt nur, um euch zu zeigen. Und ich habe bereits 152 EVs auf Angriff, 4 auf Spezialverteidigung und jetzt hole ich mir die restlichen, die noch nötig sind. Sehr cool, ein KP-Sack L. Das kann ich vielleicht noch ganz kurz benutzen und euch dazu noch kurz etwas zeigen. Denn sobald diese beiden Reihen voll sind, bekommt man keine Säcke mehr, sollte man bedenken. Das heißt, ihr solltet immer spätestens, wenn ihr den 12. Sack erreicht, ein paar benutzen. Denn sonst kann man, wie gesagt, keine mehr bekommen. Und es wird mit Sicherheit die Möglichkeit geben, dass bessere kommen. Gerade die L-Säcke sind, wie euch klar sein sollte, die besten, was das angeht. So, gut, dann werde ich jetzt offscreen weiter trainieren und dann sehen wir uns wieder, wenn wir ein fertiges Flunkiefer haben. Gut, das sind wir wieder. Und dem guten Flunkiefer geht es mittlerweile sehr gut. Maximale EVs auf KP, Angriff und Verteidigung. Und KP, Angriff und Spezialverteidigung. Und ich glaube, damit stehe ich bei Flunkiefer relativ gut da. Ich habe den EP-Teiler jedoch eingeschaltet und werde zusätzlich Flunkiefer noch ein paar so Erfahrungspunkte zugeben. Auch wenn ich ja normalerweise den EP-Teiler nicht benutze. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es ganz sinnvoll, damit ich Flunkiefer schnell von Level 1 wegbekomme. Auch wenn das natürlich bei Glutexus sehr problematisch ist. Das möchte ich jetzt überhaupt nicht bestreiten. Aber ihr seht, jetzt haben wir schon mal ein paar Level gewonnen. Und ich habe mich natürlich dagegen entschieden, den Megastein von Pokémon Y zu holen. Der Grund ist, dass die meisten von euch das als lame empfunden hätten. Sehe ich eigentlich auch so, weil es so im Spiel eben auch nicht geplant ist. Aber
da hatte ich mich einfach auf eure, auf eure Meinung verlassen. Und da die Meinung in eine Richtung hinging, werde ich es, denke ich, dann auch dabei belassen und ja, da keine Veränderung mehr fordern. Übrigens, werdet ihr gleich sehen, dass ich Hippopotas als gefangen markiert habe. Das liegt daran, dass ich dieses Pokémon bereits vorher zum Tauschen benutzt habe. Denn ich musste ja ein Tausch-Pokémon haben, damit ich mir ein Flunkiefer-Ei von Pokémon Y herholen kann. Insofern erklärt das weshalb. So, jetzt ist es natürlich, wie ihr merkt, etwas blöd, denn ich möchte im Prinzip Glutexu eigentlich nicht trainieren. Und da kommt jetzt das, was eben unpraktisch bei dem EP-Teiler ist, rüber. Ich kann nicht aussuchen, dass nur ein Pokémon die EP erhält. In anderen Generationen hätte ich jetzt einfach ganz gechillt Flunkiefer den EP-Teiler gegeben und gut wäre es gewesen, aber hier haut das leider nicht hin, was, wie gesagt, ein bisschen problematisch werden kann. Aber gut, da wir jetzt die Leuchthöhle erledigt haben, können wir jetzt dort unten an der Route 8 weiter. Jedoch möchte ich jetzt zuerst mal mein Team heilen, denn ihr habt gesehen, vor allem Prigaron hat da ein paar Probleme, die man nicht unbedingt unterschätzen sollte. So, jetzt muss ich nur schauen, dass mit dem Kabel hier alles passt, aber sieht ganz gut aus. Ja gut, dann gehen wir weiter in Richtung Murray-Küstenfahrt. Was ja wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich, oder habe ich das schon erwähnt, Murray-Küstenfahrt? Das heißt so ungefähr die Burg-Mauer-Küstenfahrt und jo. Wer das Java-Update zutiefst hasst, aus ganzem Herzen, ehrlich, treu und mit voller Zielgerichtetheit, der hebe bitte die Hand. So geht's mir. Dieses scheißdrecks Java-Update und jedes Mal stirbt dann meine Verbindung. Ich meine, ich habe jetzt eh schon drei Videoteile, was tatsächlich relativ schwierig ist, wenn man wie ich da mit dem Hintergrund arbeitet, weil man dann jedes der drei Videos separat einstellen muss, ist es einfach nur beschissen. Aber er chillt einfach nicht. Also ich versuche das Update zu installieren, kommt dann irgendeine dumme Fehlermeldung. Ich hasse dieses Drecks Java-Update. Ja, ich auch. Ich habe aber versucht, mit dem Itemradar ein neues Java-Update zu finden. Und? Ja, hat leider nicht funktioniert, aber ansonsten ist auf den Itemradar Verlass. Damit findet man Items ganz fix, also wenn sie für das bloße Auge eigentlich nicht sichtbar sind. Solltest du ruhig auch mal einsetzen, ich findest du ja sogar den einen oder anderen Schatz. Ja, wir halten den Itemradar, den ich ein wenig mit gemischten Gefühlen sehe. Die Bedienung des Itemradars ist ganz einfach. Je näher du an ein in der Erde verborgenes Item gelangt, desto stärker reagiert die Antennen und führen dich so schließlich zu ihm. An der Stelle, wo die Strahlen ein rotes Kreuz bilden, befindet sich dann das jeweilige Item. Wo sind wir bei einer Wünschelroute? Mit einem Item, da ist man also quasi sowas wie die moderne Version eines Wünschelroutenträgers. Ah ja, ein Wünschelroutenträger. Beste Bezeichnung, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ja, jedenfalls. Wie funktioniert das Ganze? Nun, wir können zunächst erstmal registrieren. Generation 5 hat eingeführt, dass man mehr als ein Item registrieren kann, nämlich eigentlich endlos viele. Nun, kann man bis zu 4 Items registrieren. Jetzt, solange man jedoch nur eins registriert hat, erscheint es automatisch, wenn man den Y-Knopf drückt. Früher war es der Select-Knopf. So, und ihr seht schon, wie das hier abläuft. Dieser Itemradar, wie gesagt, ich sehe ihn etwas mit gemischten Gefühlen. Der reagiert nämlich mehr oder weniger gut. Er ist deutlich schneller als seine Generation 5, jedoch auch besser als die Generation davor, da er zumindest reagiert und eine Richtung anzeigt. Aber man muss damit eben unterwegs sein und muss im vollen Lauf sein. Das heißt, es kann sein, dass ich da das eine oder andere Mal rauskomme, denn Generation 5 war natürlich total overpowered, das ist wahr. Aber dennoch cool, wenn man so wirklich jedes versteckte Item gefunden hat. Vor allem, weil der auch passiv aktiv war. Moment. Hier scheint noch irgendwas zu sein, oder? Oh, Moment, hier. Ah, eine Perle. Also wie gesagt, so können wir auf jeden Fall alles finden.
Ist er deutlich besser als die in den ersten drei Generationen. Bei dem in der vierten bin ich mir nicht sicher. Da musste man eben manuell mehr bedienen. Also insofern hatte er schon ein bisschen eine Schwierigkeit noch, die ich jetzt nicht leugnen möchte, wie gesagt, weil man sie eben manuell bedienen musste und nicht wie hier das automatisch abläuft. Allerdings war der, finde ich, dafür etwas genauer, weil man da ein bisschen wenig besser abschätzen konnte sofort, ohne dass man erstmal in ein paar Richtungen einschlagen muss. Aber der schlechteste ist er jetzt nicht. Auch wenn ich natürlich Dedos Generation 5 schmerzlich vermisse, weil der war einfach so awesome. Oh cool, Trugträne. Schenkt die Spezialverteidigung des Zieles stark und das ist definitiv was ich haben möchte. Lieber als Heuler. Denn, ja, behalten wir es auf jeden Fall erstmal. Spezialverteidigung des Zieles stark zu senken, ist ja was ich durchaus gut gebrauchen kann. Bis Flunkiefer da bessere Attacken erlernt. Und wo es mir im Moment relativ gut geht. So, gut, dann möchte ich mich mal um die Route 8 kümmern. Pokémon, die man hier finden kann, haben wir ja jetzt größtenteils schon abgearbeitet, sag ich mal. Sind eigentlich die gleichen Pokémon, die man auch oberhalb finden kann. Moment. Ich überlege noch gerade. Es ist schon nützlich, falls er es mal brauchen würde. Ja, komm. Gib mal es. Successful Tackle. Falls es irgendwann mal nötig wird. Ich meine, es hat eine Erstschlaggarantie. Also, ich meine, wirklich, why not? Das schadet jetzt definitiv nicht. Aber ja, wie gesagt, wir sind immer noch auf der Route 8. Und zwar dort die Route, wo man Iskalas, Vipitis etc. fangen konnte. Und da hatte ich ja die Pokémon schon vorgelesen, die man finden kann. Auch die, die man hier im Wasser finden kann. Ich möchte hier vom Wasser auch ein Teammitglied mitnehmen. Jedoch brauche ich dafür erst eine höhere Angel. Und ich denke, jetzt kann jeder 1:1 zusammenzählen, was für ein Pokémon ich noch an mein Team tun werde. Für die, die aber nicht darüber nachdenken möchten, werde ich mal die Überraschung noch etwas offen lassen. Auf jeden Fall. Ja, hätte ich jetzt schon eine Profi oder eine Superangel, könnte dieses Pokémon schon ins Team kommen und dann hätten wir schon 5 unserer 6 Teammitglieder, beziehungsweise 7. Und ja, im Prinzip habe ich das 4. Teammitglied auch schon. Ich möchte aber noch etwas warten, weil ich jetzt eigentlich nicht 2 Pokémon gleichzeitig in mein Team aufnehmen möchte. Jetzt kümmere ich mich erstmal um Flunkiefer. Und dann, sobald Flunkiefer stark genug ist, dass er selbst kämpfen kann, werde ich ihn ersetzen mit meinem anderen Team-Pokémon. Zudem, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, hatte ich auch einfach keinen Bock, 2-mal das Supertraining in Folge zu machen. Ich hoffe, das ist verständlich. Das Schöne ist allerdings, dass Lena nebenher auch ein wenig aufsteigt, denn wenn sie aufsteigt, findet sie auch bessere Items durch Mitnahme. Das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte, auch wenn sie zugegebenermaßen nicht sehr zuverlässig ist. So, hier brauche ich nicht suchen. Wenn mir der Itemradar nichts anzeigt, dann ist sie auch nichts. Zumindest darauf kann ich mich bei dem definitiv verlassen. Anschwindeln wird er mich nicht, tut er mich nicht. Das ist schön. Oder dann kämpfen wir uns hier einfach ein wenig durch, würde ich mal sagen. Ja, soweit hierzu. Genau, und ich wollte noch erwähnen, ich werde es wie ein Pokémon Y und ein Pokémon Kristall machen, dass ich 7 Teammitglieder haben werde. Für diejenigen, die sich fragen, warum hat der 7 Teammitglieder, Mann? Nun, die Sache ist relativ eindeutig. Ich möchte nämlich nicht immer nur die Orthonormal-Pokémon zeigen, die man sonst immer sieht, sondern ich möchte auch, ihr meint ja, ich habe ein paar im Never-Used-Tier, aber ich möchte vor allem auch einige Legendäre auch mal zeigen. Und es ist mit den Legendären halt immer so ein bisschen, ja, immer polarisiert. Einige finden es gut, weil man ja die legendären Pokémon sonst nie sieht. Weil im Prinzip viele Pokémon kann man eigentlich in jeder Edition nehmen. Nur die Legendäre sind zumindest vor den Top 4 meistens an eine Edition gebunden. Und insofern, Moment. Machen wir mal Verhöhner weg, damit ich zumindest eine Angriffsattacke habe. Auch wenn Verhöhner im Online-Spiel durchaus
einen sehr guten Stellenwert hat, da man zu dem Gegner mächtig dazwischenfunken kann. Aber hier für diesen Fall brauche ich das nicht. Aber ja, wie gesagt, und deswegen war das immer ein hab ich damit immer ein wenig polarisiert. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach so, ich nehme 7 Teammitglieder. Eines davon wird immer das legendäre Übermaskottchen. Die anderen sind größtenteils normale Pokémon. Allerdings kann es natürlich sein, dass dazwischen auch ein legendäres rutscht. Aber das wären dann keine überlegendäre, sondern ganz normale Overuse-Legendäre. Oder vielleicht nicht mal Overuse. So, solche Sachen wie eben Raikou, Selfie, also solche legendären Pokémon eben. Könnten dann in mein normales Team kommen und ein 7. Pokémon wäre immer das Übermaskottchen dieser Generation, also in diesem Fall Xerneas, was mehr ein Alternativ-Pokémon ist. Also ich sehe ja, ich habe mit Flunkiefer trotzdem einen Fee-Pokémon in meinem Team. Bodycheck, nee. Nee, ich behalte lieber Rückkehr. Ich habe ja mit Flunkiefer trotzdem einen, wie gesagt, einen Fee-Pokémon in meinem Team. Genauso wie ich in Pokémon Y, da hatte ich ja, wenn ihr euch erinnert, Xerneas und, Quatsch, Yveltal, hatte auch schon ein Unlicht-Pokémon mit Quajutsu, ein Flug-Pokémon mit Uhafnir. Und so werde ich das auch hier machen. Außerdem bin ich dann als Bonus am Ende auch nicht so hoch gelevelt, was das ganz viel spannender macht. Das hat man vor allem mit Pokémon Kristall gesehen. Eigentlich total wie niedrige Level, aber irgendwie habe ich es geschafft, dass ich fast nicht overlevelt war. Also cool. Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part Pokémon X. Danke für Daumen hoch und das nächste Mal geht es hier am Strand weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.